Ja, Moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal 2020. Jo. Ja, das neue Jahr ist angebrochen. Die Neujahrsrede von Angela Merkel habe ich mir auch schon gegeben. Jo. Dementsprechend habe ich auch gehandelt. Es gab von mir keinen Daumen hoch, es gab einen Daumen runter. Ja. Und man kann die Leute, die ihre Rede quasi nachempfunden haben, die selbst Reden gemacht haben, für die ist echt gut, dass ihr es durchgezogen habt. Ich habe es mir auch angehört. Die werde ich jetzt auch gleich an den Herrn, sage ich jetzt mal so, der vor dem Brandenburger Tor stand. An dem muss ich echt sagen, du hast echt Eier. Du, das ist auf jeden Fall echt gut gemacht und auch echt gut durchdacht gewesen von dem jungen Mann und junger Mann, sage ich jetzt schon, das ist ja gar kein junger Mann, das ist einfach ein etwas älterer Herr. Auf jeden Fall finde ich, das finde ich richtig gut, dass da mal so in die Vollen gegangen wird und dass der Frau Merkel einfach mal klar gemacht wird, dass die quasi auf dem Holzweg ist, was sie auch wirklich ist. Sie sich das aber nicht eingestehen kann, weil sie einfach schon zu tief und zu geblendet ist. Ich persönlich bin jetzt der Meinung, die Frau Merkel sollte ihren Posten abgeben. Sie ist nicht mehr vertrauenserweckend. Deswegen, für mich ist ja der Slogan nie wieder CDU ist sowieso bei mir imstande. Ich werde die CDU nicht mehr wählen. Es wird jetzt immer schwieriger, irgendwelche Sachen zu wählen, weil man nicht weiß, für was will ich mich einsetzen? Will ich mich jetzt für den Naturschutz einsetzen? Nein, weil das Thema Feuerwerk ist jetzt schon wieder in den ganzen Medien schon wieder, ja, Feuerwerkverbot. Immer mehr Leute sagen ja dazu. Das ist ja, einmal im Jahr wird doch wohl mal möglich sein. Ist jetzt meine Meinung. Jeder kann frei entscheiden, was er machen will. Ja, was wünsche ich mir für 2020? Was wünscht man sich da? Viel Gesundheit? Hoffen auf nicht mehr Verbote hier in Deutschland. Das heißt, ab jetzt ist die Bonpflicht da. Ne? Liebe Politiker, überlegt mal darüber nach, was das heißt. Es heißt mehr Müll produzieren. Es heißt viel mehr Papier produzieren. Ja, denkt mal ein bisschen nach, was ihr da macht. Und ja, das ist jetzt ist negativ gemeint. Ich rede jetzt sachlich und ich sag jetzt einfach mal, wacht mal ein bisschen auf, Leute, und macht nicht jeden Mist mit, was die Politik euch vorschreibt. Ne? Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nicht so sehr gelangweilt von meinem Video. Ne? Falls ihr auch was sagen wollt, schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Ich werde das Video noch verlinken von dem Herrn, der die Rede auch zitiert hat. Und ja, genau. Somit bin ich fertig mit dem Video und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Und haut rein, euer Flohmarktmaster.